Was ich mir jetzt ausgedacht habe, ist Folgendes. Das habe ich auf einer serbischen Webseite gefunden. Und die referieren zu Harry Oldfield. Das ist ein Engländer. Der hat, Kirlian-Fotografie kennen alle, ne? Der hat aufbauend auf der Kirlian-Fotografie eine Videotechnik entwickelt, eine Kamera, die also nicht ein Stillbild gibt, sondern ein laufendes Bild, einen Film von der Aura. Und dann sieht man sehr schön die Veränderung in der Aura. Das Ding kostet insgesamt, glaube ich, 11.000 britische Pfund. Ich habe immer gesagt, Leute, zu den Opfern, die ja immer kein Geld haben, sammelt Geld, aber es ist nichts zustande gekommen. Ich habe das Geld auch nicht, ich würde die gerne mal ausprobieren. Also wenn wir irgendwo mal einen Sponsor hätten, der uns 11.000, was sind das, 13.000 Euro oder was geben könnte, dann unbedingt diese sogenannte PIP-Kamera kaufen, Poly Contrast Interference Photography. Das hat mir auch Simon Parks letztes Wochenende bestätigt. Auf den Dingern kann man die Sendeaktivität, die dann in der Aura Veränderungen hervorruft, sehen. Das Chip selber nicht, sagt er. Aber er sagt auch, die sind so geheim wie die U-Boote, die kriegst du nur erwischt, wenn die gerade senden. Ansonsten, wenn die Funkstille haben, kriegst du die auch beim solchen PIP-Kamera nicht drauf.